Models kennenzulernen ist immer etwas Aufregendes, Spannendes, weil du jemanden raussuchst, der deine neue Kollektion präsentiert. Hi. Hi. Du hast aber einen flotten Schritt drauf. Ja, ich bin Sportlerin. Ah, okay. Ja. Was machst du denn für einen Sport? Ich laufe Marathon. Ganz schön ehrgeizig. Ja. Okay, na dann geh mal ehrgeizig nach da hinten und zeig uns deinen ehrgeizigen Walk. Okay, nee. Das machen wir aber nochmal neu. Also, relaxen, cool down. Nee. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. Okay, stopp. Ja. Das war so ein bisschen eingeschlafen. Dankeschön. Ich war viel aufgeregter als sonst. Ich weiß nicht, was an dem Tag mit mir los war. Und ich konnte das dann auch gar nicht so genießen. Hallo. Hi. Kannst du deine Haare mal zurückmachen? Ja, gerne. Ich war noch nie bei einem Casting. Das ist mein erstes Casting. Und ich hoffe trotzdem auf einen Job bei ihm, ja. Okay, dann zeig mal, was du kannst. Ja, das war jetzt gerade so ein bisschen wie, mein Mann hat schon wieder die Hausschuhe nicht dahingestellt, wo sie hin sollten. Das sah so ein bisschen motzig aus, okay. Weißt du? Okay, das war jetzt wirklich, jetzt habe ich den Mann in die Wüste gejagt. Ich habe mich scheiden lassen. Okay, dann lauf mal. Okay, das ist schon mal die richtige Attitude, aber das dann noch ein bisschen schneller. Aber dein Gesichtsausdruck war gut. Ja, da haben wir es doch. Du lernst auf jeden Fall schnell. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Also ich würde sagen, es ist gut gelaufen. Ich habe jetzt kein schlechtes Feedback gehört. Ich weiß einmal Selma. Ja. Kilian Kerner, Fashion Week. Es ist natürlich heftig. Also ich glaube, da möchte jeder unbedingt den Job haben. Und ich natürlich genauso gerne. Das war schon gut, aber versuch mal hier so in dem Körper, dass du das ein bisschen fester hältst, weil das hat jetzt so... So ein bisschen, okay. Ja, genau. Viel besser. Also ich finde dich cool. Nein, es freut mich. Mein Look ist ja immer speziell. Also ich stehe nicht so auf dieses hübsch, sondern ich suche das Besondere. Also dein Walk ist sehr gut, dein Blick ist super. Du hast alles richtig gemacht. Also war wirklich toll. Benutz mal dein wunderschönes Gesicht. Genau. Vivian hat ein unfassbar schönes Gesicht. Die kam hier rein, die Sonne ging auf. Also du kannst auf jeden Fall laufen. Da ist Talent da. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Glück. Dankeschön. Danke dir. Vorstellen. Ja, sehr gerne. Tschüss. Und los. Hast du vorher schon gemodelt? Nein, ich bin einmal für, ich komme ein bisschen im Kreis rein. Ich bin nur einmal für so eine, für die AMD gelaufen, für die Hochschule für Modedesign. Und das war mein erster Laufsteg und das fand ich ziemlich cool. Du hast eine ganz, also ich habe dir gerade, musste ich mich anstrengen, dir zuzuhören. You walk into the room, I go quiet. Aber nicht aus negativen Gründen, sondern weil ich so in deinem Gesicht gefangen war. Also du hast eine Wahnsinnsausstrahlung. Dankeschön. Bitte. Die Augen. Boah. Alter Schwede. War voll toll. Also er hat gesagt, ich habe eine Wahnsinnsausstrahlung und er mag das voll. Und haben ein bisschen geredet und ich glaube, es war ganz gut. Nina? Nina, ganz viel Spaß. Ich
bin unfassbar aufgeregt. Ich denke mir das immer noch kaputt mit meinem Outfit, ob es jetzt das Richtige war, ob es jetzt das Falsche war. Aber ich möchte unbedingt diesen Job haben. Und es wäre echt schade, wenn es daran scheitern würde. Ich bin die Lara. Danke, hi. Krasses Outfit für ein Casting. Dankeschön, ist das zu viel? Ja, das ist zu viel. Also, das sieht jetzt so ein bisschen aus unten, wie du gehst dich bewerben als Bürokauffrau. Ja. Und oben gehst du gerade auf eine Party mit einer Freundin. Das will man natürlich nicht hören beim Casting. Und es hat mich auch komplett verunsichert. Ja, warte mal, hast du irgendwas mit... Ich kann die Strumpfhose ausziehen. Nee, der Rock muss irgendwie weg. Weil dieser Rock ist einfach sehr unvorteilhaft. Die ist ja nicht durchsichtig, sonst ziehe ich einfach den Rock. Also den Rock. Wenn das für dich okay ist? Ja, das ist für mich okay. Okay, dann mach das doch mal. Man kann nicht jedem die Chancen geben, die ich Nina gegeben habe. Das will ich auch gar nicht, weil mich gar nicht jedes Model so interessiert hat wie Nina. Okay, dann lauf mal für uns. Du wirkst sehr schüchtern gerade. Okay. Und dein Walk war auch so. Und ich muss ja jetzt das Gefühl haben, das schafft die Nina. Weil du hast einen Mega-Look, wirklich. Vom Typ her, die Haare sind perfekt für meine Farben in dieser Kollektion. Oh, Nina, zurück. Ich habe einfach gedacht, ich brauche die irgendwie. Ich muss es hinkriegen. Was mache ich jetzt mit der? Warte mal, warte mal. Kann das sein, dass das dich hier einschnürt? Warte mal, ich gebe dir jetzt einfach ein Männer-T-Shirt. Das ist egal, ich habe deinen Körper ja jetzt gesehen. Ich musste Nina diese Chancen geben, weil ich hätte mich sonst geärgert, wenn ich es nicht gemacht habe, weil sie wirklich 100% vom Typ her zu meiner Marke passt und vor allen Dingen auch zu der neuen Kollektion. So, und jetzt streng dich an. Ja. Bitte. Okay, dann machen wir auf jeden Fall mal ein Foto von dir. Das ist ein Risiko. Das ist echt ein Risiko. Ja. Ich habe Angst. Also das macht mir ein bisschen Sorge. Oh, Nina, warum? Und? Das war nicht so gut, weil ich das komplett falsche Outfit anhabe. Nein. Nein. Ja, wegen dem Korsett einfach. Und er meinte, der Rock halt. Also so für ein Casting meinte er, es ist halt überhaupt nicht geeignet. Habt ihr ein Foto gemacht? Ja, wir haben ein Foto gemacht. Sie doch an. Aber es ist halt voll ärgerlich. Ne? Ich gehe trotzdem mit einem guten Gefühl raus, weil es hat ja gut funktioniert letztendlich. Und ich drücke mal einfach die Daumen und dass es vielleicht trotzdem funktioniert und ein Auge zugedrückt wird. Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich konnte trotzdem überzeugen.